Sekunden. Die Autogrammstunde in der EDV Bücher- und Softwareabteilung im zweiten Stock mit den Hühnern ist zurzeit leider hoffnungslos überlastet. Deswegen noch einmal der Hinweis. Bitte nutzen Sie auch unsere Autogrammstunde mit Comedy-Star Bastian Pastewka, der heute im Erdgeschoss sein Buch Internetbewertungen Deutsch-Internetbewertungen signiert. Vielen Dank. Ich verstehe einfach nicht, warum man zwei Autogrammstunden am selben Tag machen muss. Ist doch klar, dass da einer den kürzeren blieb. Herr Pastewka, könnten Sie vielleicht erst runterschlucken und dann sprechen? Ich finde das ganz furchtbar. Ah, Kollege Pastewka. Und? Wie läuft dann so? Ich meine, unten. Sehr gut, ich kann nicht klagen. Ja, wir sind ja heute oben, zweiter Stock, Computerabteilung. Sag mal, haben wir dir dazu verdanken? Mir? Nein, wenn, war das der komische Herr Wegener. Ich war selbst überrascht, ich wäre gern da oben geblieben. Echt? Also mir ist das zu eng. Die Leute haben überhaupt keinen Platz. Und dann dieses Licht, diese scheiß Energiesparlampen. Also hat mir echt Kinderspaß. Grauenlauf, du Leck, bist du in der Tasche. Meine Rede. Das Schlimme ist ja, dass sie die normalen Glühbirnen ab 2011 verbieten wollen. Ich hab mir da mal was überlegt. Ich meine, eigentlich müsste man sich jetzt einen größeren Vorrat von normalen Glühbirnen anlehnen. Ich meine, solange die noch gibt. Ne? Das hatte ich auch überlegt. Da könnte man sogar ein Geschäft draus machen, ne? In 5 Jahren, wenn es die nicht mehr gibt. Was meinst du, was die Leute dann für eine alte Glühbirne zahlen? Richtig. Wenn man gewieft ist. Ich meine, mit den Hühnern müsste ich da ziemlich lange für auf Tour gehen. Herr Krautmacher, ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. Sag mal, Anna, hast du irgendwie andere Birnen in die Lampen geschraubt? Ist ein komisches Licht plötzlich, so kalt. Ist irgendwie ungemütlich, oder? Ja, ich habe Energiesparbirnen reingemacht. Wieso denn das? Weil sie 70% weniger Energie verbrauchen. Stichwort Klimaschutz, schon mal gehört? So ungefähr. Also ich finde das Licht von den Dingern auch scheiße. So.